Ja, wer in meinem Alter ist, also sprich Ü40, der wird sich an die ganzen Arcade-Machines in den Spielhallen und in diversen Kneipen und auch an den ungewöhnlichsten Orten erinnern können. Die sind leider alle Anfang der 90er bis Mitte der 90er aus dem Gesamtbild unseres Lebens verschwunden. Aber damals gab es einen Haufen genau dieser Spiele, nämlich in der Draufsicht mit einem Raumschiff oder Flugzeug massenhaft Gegner abmetzeln. Es hat keinen tieferen Sinn außer den Spaß. Und so ist auch Skyforce Reloaded, gibt es auf Steam und ist wirklich eine kleine Reminiszenz an die guten alten Videogame-Zeiten. Wir fliegen mit diesem Raumschiff. Es gibt im weiteren Verlauf, werde ich nachher zeigen, viele, viele Raumschiffe zum Unlocken, wie man so schön in Neudeutsch sagt. Und ja, am Anfang ist man natürlich schlecht ausgerüstet, muss verschiedene Tasks erfüllen und diese Sterne einsammeln und so viel XP wie möglich sammeln, um eben auch verschiedene Upgrades für sein Schiff freizuschalten. Im ersten Level haben wir natürlich eine ganz, ganz schlechte Bewaffnung, deswegen müssen wir wirklich vorsichtig sein und nicht allzu draufgängerisch agieren. Wir müssen natürlich schauen, dass wir hier auch die Task erfüllen, wie zum Beispiel die Menschen am Boden befreien. Und die Level laufen eigentlich immer gleich ab. Die Gegner werden immer stärker. Das hier sind jetzt so die mittleren Gegner, die Hubschrauber. Und gegen Ende des Levels taucht dann natürlich noch ein Endboss auf. Wir sammeln so viele Sachen wie möglich ein, weichen den gegnerischen Geschossen aus. Und ja, jetzt sieht es noch alles ein bisschen langsam aus, aber ich kann euch versichern, im weiteren Story- bzw. Karriereverlauf wird sich das noch ändern. So, hier kommt schon mal der erste Oberboss. Und da werdet ihr sehen, dass ich ziemlich krass ablose. Hier geht es natürlich darum, dem seine Energiepunkte so schnell wie möglich nach unten zu bringen, aber mit dieser, ich sag's jetzt mal, ja, sehr, sehr schlechten Waffe ist das auch etwas schwierig. Und da ich, wie gesagt, Ü40 bin, meine Reaktionszeit auch dementsprechend, ja, passiert dann das. Game over. Ja, aber das gibt mir die Gelegenheit, euch zu zeigen, was man da noch im Menü alles machen kann bei Skyforce Reloaded. Während wir hier ja, das Resümee meines schändlichen Scheiterns sehen. Ja, es gibt natürlich eine Flugzeughalle, in der wir in verschiedenen Kategorien unser, ja, Raumschiff upgraden können. Je nachdem, wie viele Sterne wir in den jeweiligen Level gesammelt haben, die können wir hier quasi ausgeben. Das ist die Ingame-Währung, um zum Beispiel ein Schild, unsere Hauptkanone, die Flügelkanonen zu erweitern, oder aber wir bauen Magneten ein, die die Sterne schneller anziehen, kaufen uns verschiedene Geschosse, Laser, Schilde, Bomben, was auch immer. Also das ist sehr, sehr umfangreich gemacht und hat auch alles seinen Sinn und Zweck. Dann gibt es noch die Kategorie gesammelte Teile, in der sehen wir, dass es verschiedene Flugzeugtypen gibt, die wir auch im Laufe des Spiels erst freischalten, und für jedes Flugzeugtyp gibt es auch noch so zu sammelnde Bonusobjekte. Und ich denke mal, dass das auch sehr umfangreich sein wird. Also der Spielspaß ist eigentlich doch gegeben. Und gerade für Leute, wie bereits gesagt, die in meinem Alter sind und sich daran noch erinnern können und gerne an den Slot Machines gespielt haben, da gab es ja richtige Klassiker, wie den Street Fighter damals zum Beispiel, oder was habe ich immer gezockt, Shinobi. Ja, und dann dürfen natürlich die Highscores nicht fehlen, die gibt es auch in verschiedenen Kategorien. Das hier ist so quasi der, ja, Singleplayer Highscore. Dann gibt es noch die Highscores weltweit. Die sehen wir hier. Da bin ich natürlich noch überhaupt nicht vertreten, ist klar. Aber schauen wir mal, ob ich das im Laufe meiner Skyforce-Karriere nicht noch hinkriege. Dann gibt es natürlich die deutsche Kategorie und die Rangfolge für Freunde. Ja, das soll es gewesen sein. Skyforce Reloaded. Viel Spaß beim Zocken.